Hallo, ich bin Jana. Ich zeige euch heute, wie ihr aus einem alten T-Shirt eine neue Tasche bastelt. Den Halsausschnitt müssen wir etwas vergrößern und aus den Ärmeln werden die Henkel. Zeichnet das am besten vorher an. Legt das T-Shirt gerade vor euch hin, so könnt ihr gleichmäßige Streifen von etwa 10 bis 15 cm Länge einschneiden. Danach dreht ihr das T-Shirt auf links und verknotet immer einen Streifen von der Vorderseite mit einem von der Rückseite. Am besten macht ihr dafür richtige Doppelknoten. Jetzt dreht ihr das Ganze wieder auf rechts. Und fertig ist eure neue, coole Tasche. Die Idee zu dem Projekt haben wir aus dem Buch Zu gut für die Tonne. Und wir wünschen euch viel Spaß beim Nachbasteln.